Wir sind auf der Suche nach Sachen, die Äschli macht, die nicht so schön sind. Nicht so schön. Ja, das beim Bahnhof, der Wartesaal, manchmal rüber ist. Von einem Jugendlichen her wird das ziemlich genützt. So, das letzte Fötzeli. Jetzt wäre der Wartesaal also wieder sauber. Neu übrigens, das erste Mal am Bahnhof ist das Eintrittsalter für den Wartesaal 96. Die vier jugendlichen Menschen hier auf dem Bänkchen sind leider knapp drunter und müssen jetzt draußen warten. Ja, ich kenne mich. Ehrenwort. Ja, ja, ich kenne mich doch. Warum denn nicht? Das habe ich mir das Leben lang gewünscht. Ja. Dass mal eine Frau auf mich zukommt. Und euch kennen. Wie sie. Ich kann gar nicht mehr weitermachen. Wir sind da unten. Alles Liebe. Merci vielmals. Einfach, hey, das ist der Liebe. Das ist ein schöner Tag heute. Das wünsche ich Ihnen auch. Sie als Gemeindepräsident. Ich bin Kirchengemeindepräsident und nicht Gemeindepräsident. So weit weg bin ich jetzt aber nicht gewesen. Man sieht das einfach an, das ist der Einzige, der eine Brille trägt in so einem Dorf. Meistens. Ich muss ihn aber nicht tragen. Was gefällt Ihnen nicht, Äschlis Matt? Dass man für junge Leute zu wenig Wohnungen hat, mehr Familienhäuser, die sie günstig mieten können. Es gibt zu wenig Wohnraum für junge Menschen, Äschlis Matt. Wenn die Jungen, so haben wir uns überlegt, schon am Bahnhof sind und Güssel machen, dann richten wir doch einfach noch mehr von diesen Wohncontainern ein. Die sind abschliessbar, da innen haben zwei Platz und der Güssel schlussendlich ist auch gerade entsorgt. Was mir das Äschlis Matt nicht gefällt? Ja, wir haben so ein schönes Dorf. Mir gefällt nichts nicht. Heute ist Krone ein Bein. Was viele nicht wissen, vor 850 Jahren war es das erste Solarium vom Entlebuch. Die Sonne scheint für alle gleich, so hell und warm für Arm und Reich. Also, VV, das Quartier in den Mätteln, aber die alten Hütten, das hat man von uns abreissen und etwas Neues bauen. Ich stehe jetzt also auf dem Mettenplatz und hinter mir ist das Gehütte, wo man sprengen oder zumindest abreissen sollte. Sind Sie sicher, dass ich hier auf dem Mettenplatz bin? Hä? Nee. Ich bin nicht gehört, ich bin vom Einzel. Meine Brüder aus Gemeinnahme, das tut sich gut. Ist das wahr? Ja. Und er hat einen schweren Kampf damals. Sicher. Der Herr hat mir jetzt gerade erklärt, dass Ihre Brüder das Gemeindehaus damals gebaut hat. Das Gemeindehaus hat ja. Das geholfen. Ich entschuldige mich. Das ist natürlich ein kleiner Scherz. Sie dürfen nicht immer alles glauben. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht auf dem Mettenplatz war. Da tun wir jetzt wehren dagegen. Und der Mettenplatz ist auch schön. Aber Sie unterhalten sich gut miteinander am Tisch, sonst. Ja, aber haben sicher. Sie etwas zu essen bekommen? Das ist unser Festtisch, das sind die acht Menschen, die das Los ausgewählt hat, die heute vom Grilluri einen Abend lang verwöhnt werden. Und wie viele Leute hat es, habe ich gesagt, etwa 8'500 bei uns auf dem Platz. Und Katrin macht jetzt mindestens jemanden ein bisschen glücklich. Ja, ich würde am liebsten gerade zwei glücklich machen. Mit einem Augenzwinkern sagt man ja manchmal, die Region da, das ist der Wild Westen von Luzern. Also wild muss man nicht unbedingt sein, aber flink bei unserem Puzzlespiel. Ich suche nämlich zwei Mitspieler, die unseren feinen Spezialitätenkorpus der Region mit heimnehmen. Streckt schon alle auf. Es ist nämlich so einfach, man muss nur aufstrecken. Dann nehme ich euch noch so gerne mit. Und ich sehe da vorne zwei Freiwillige. Kommt doch gerade mit, auf, bitte, so gut. Bitte sehr. Kommt doch gerade mit. Einen schönen guten Abend, einen Applaus, hey, oder? Für die mutigen zwei. So schön, so. Ich habe noch schnell ein Mikrofon über. Was machst du schon für Positionen? Bist du schon stark, klar? Ich habe kurz ein Mikrofon über, damit man euch auch hört. Damit ich euren Namen höre. Hallo, du bist? Helena. Helena, die griechische Göttin. Genau. Von was schafft? Physio.
Physiotherapeut. Oh. Dann könntest jetzt du mir sagen, wie man richtig ergonomisch die Würfel auflopft und her tut, ohne also, so Schaden. Bildet das nicht. Ich schaue noch, wie du dich bückst. Hallo, wer bin ich Hans. Da? Der Hans. Freut mich, wo bist du her? Wo schaffst du? Also ich bin ein waschechter Äschlismatter. Ja. Und ich bin eigentlich gar nicht weit von da. Mein Haus, wo ich aufgewachsen bin, ist eigentlich gerade da vor mir. Nein, nein. Ja. Gott, das ist witzig, genau. Da bin ich aufgewachsen. Von da gebe ich in die Schule runter. In dem Fall hast du das Sportgeschäft, das unten rein ist, wo ich meine Imprägnierspray. Ja, genau. Ist gut, jetzt ist alles klar. Jetzt haben wir uns kennen. Ja, ich kann mich voilà. Imprägnieren. Genau. Vor allem, ich hätte nicht gewusst, was für Wetter es zu uns kommt. Ich weiss auch nicht, wie ihr jetzt denn gerade werdet Schweizer. Bleibt schnell da, ich erkläre euch schnell Spiele. Weil, das sind eure 16 Würfel dazu. Ihr baut mir die 4 auf 4 auf. Ihr habt bei euch zu ihnen auch einen Spick, den ihr könnt brauchen könnt. Ihr baut die Würfel auf und es soll das Aschlis Matter Wappen geben, wo ihr schön hinten dran seht. Mit dem Turm und mit dem Kreuz und mit dem Dreiberg. Ihr habt 1 Minute 30 der Zeit. Der zuerst fertig ist, der gewinnt. Oder der am meisten richtige Würfel legt. Ich kann euch schon fast nicht mehr zurückhalten. Ich sage darum, Achtung, fertig, los! 1 Minute 30. 4 Sekunden sind schon gegangen. Ui, ui. Der Sportverkäufer verreist mir noch von Sonne. Macht kein Land schon der Hans. Wir haben noch gute Minuten. 1:05. Und Helena macht das so. Schön gerade sie heute ist wie eine griechische Göttin, allerdings nicht wirklich ergonomisch. Ja, ich glaube, ein bisschen Applaus haben sie verdient, oder? Wir haben noch 40 Sekunden. Helena muss ein bisschen Gas geben, wenn sie den Hans noch einholen will. Er ist am Aufbiegeln, wie verrückt. Vergissen nicht den Spick bei euch zu nehmen. Das Aschlis macht der Wappen. Auch noch 20 Sekunden. Ui, das gibt ja fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wir gehen in die letzten 10 Sekunden. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Letztes Würfel ist gegangen. Ich hole mir schnell meinen Spick. Helena, komm schnell zu mir, bevor ich dann Physiotherapeuten Fall wird. Und